In unserem letzten Video haben wir über mehr als 30 der schlimmsten Serienmörder der Welt gesprochen. Doch in diesem Video bleiben wir wieder in Deutschland. Es folgen 10 grausame Serienmörder aus Deutschland. Wer weiß, vielleicht hat einer der Mörder aus diesem Video auch in deiner Stadt sein Unwesen getrieben. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende an, denn einige dieser Fälle sind wirklich unglaublich und lösen auch nach Jahren noch Fassungslosigkeit aus. Gebt dem Video ein Like und abonniert für mehr ähnliche Videos. 1883 wurde Peter Kürten in Mülheim geboren. Er hatte 10 Geschwister und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater, ein Sandformer, war Alkoholiker, der seine Frau und Kinder schlug. Bereits als Kind entdeckte Kürten Freude daran, Tiere zu quälen. Einmal soll er einen Schwan erstochen und das Blut getrunken haben. Als Teenager und junger Mann quälte er weiterhin Tiere, verdiente Geld mit Gaunereien und beging Brandstiftung. Kürten wurde mehrfach verhaftet und saß einige Jahre im Gefängnis, unter anderem, weil er ein Mädchen angegriffen und gewürgt hat. 1913 beging er im Alter von 29 Jahren seinen ersten Mord. Er brach in das Haus eines Gastwirts ein, in dem sich ein 9-jähriges Kind befand. Er schnitt dem Mädchen einfach die Kehle durch und verschwand wieder, ohne etwas zu stehlen. Lediglich ein blutbeschmiertes Taschentuch mit seinen Initialen ließ er zurück. In den folgenden Jahren wurde er straffällig, da er Frauen und Tiere angriff oder quälte. Ebenso saß er wegen Diebstahls im Gefängnis. 1929 erreichte seine Mordserie den Höhepunkt. Bis 1930 beging er 20 weitere Überfälle auf Menschen, meist Frauen und Kinder, immer mit Tötungsabsicht. 8 Menschen ermordete er dabei. Er streifte durch die Düsseldorfer Umgebung und griff seine Opfer mit einer großen Schere oder einem Dolch an. Er erstach sie und ließ seine Opfer dann einfach auf dem Boden liegen. Manchmal trank er etwas von ihrem Blut. Dann ging er einfach weg. Das brachte ihm den Namen der Vampir von Düsseldorf ein. Damals herrschte große Angst in der Bevölkerung, da es keine stichhaltigen Beweise zu dem Täter gab. Er tauchte aus dem Nichts auf, griff jemanden an oder tötete ihn und verschwand dann wieder. Dieser Mythos um seine Person gefiel Kürten. Er ergötzte sich an der Aufmerksamkeit und mischte sich unter die Schaulustigen. Oft sprach er auch mit ermittelnden Polizeibeamten. 1930 wurde Kürten von mehreren seiner Opfer identifiziert, die seine Angriffe überlebt hatten. 1931 wurde er vom Düsseldorfer Gericht in 9 Fällen zum Tode verurteilt. An seinem letzten Tag schrieb er Briefe an die Angehörigen seiner Opfer. Anschließend wurde er mit dem Fallbeil enthauptet. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: "Das Einzige, was mir noch leid tut, ist, dass ich nicht mehr lesen kann, wenn ich geköpft bin." Der mumifizierte Kopf von Peter Kürten wurde damals nicht beerdigt. Er liegt noch heute als Exponat im Museum Ripley's Believe It or Not in Wisconsin. Wolfgang Schmidt beging von 1989 bis 1991 6 Morde und 3 versuchte Morde. Die Mordserie verübte er im Raum um Potsdam und Brandenburg. Seine immer weiblichen Opfer waren zwischen 34 und 66 Jahren alt. Meist traf er sie zufällig in der Natur. Er vergewaltigte die Frauen und tötete sie anschließend. Dann verging er sich an den Leichen. Eines seiner Opfer war ein Säugling. Er erschlug es an einem Baum. 1991 griff er 2 junge Mädchen an und verletzte sie. Die Mädchen konnten jedoch fliehen und anschließend mit der Polizei ein Phantombild erstellen. Wolfgang Schmidt wurde kurz darauf identifiziert und verhaftet. Er gestand. 1992 wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Anschließend kam er in den Maßregelvollzug. Damals bekam Wolfgang Schmidt für seinen Fetisch für rosafarbene Damen-Dessous und seiner Körpergröße von 1,90 den Spitznamen Rosa Riese. Das Motiv für seine Morde war sexuell bedingt. Laut eigener Aussage ist Wolfgang Schmidt transsexuell. Er beantragte die Änderung seines Vornamens. Sie heißt heute Beate Schmidt und ist eine Frau. Vor ein paar Jahren sagte sie in einem Interview: "Lasst mich nie wieder raus. Ich bin unberechenbar."
Karl Großmann machte eine Lehre als Fleischer. Kurz danach fiel er wegen kleineren Delikten und Sexualdelikten auf. Eines seiner Opfer starb später sogar an den Folgen der Tat. Großmann wurde dafür zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Entlassung wohnte er in Berlin. In der Nähe des Andreasplatzes sprach er Prostituierte und mittellose Frauen an und versprach ihnen Arbeit. Bei ihm zu Hause tötete er sie dann und zerstückelte seine Opfer. Da er am Bahnhof einen Wurststand hatte, wurde spekuliert, dass er einige seiner Opfer zu Dosenfleisch verarbeitet hatte. Ebenso soll er Teile von seinen Opfern selbst verspeist haben. Karl Großmann erhielt dafür den Namen »Die Bestie vom schlesischen Bahnhof«. 1921 wurde er auf frischer Tat ertappt, nachdem Nachbarn Schreie hörten. In seiner Küche fand man menschliche Überreste. Er gilt als der deutsche Serienmörder mit den meisten Morden, für die er nicht verurteilt wurde. Zweifellos sind nur 3 Morde nachgewiesen worden. Einer, bei dem er ertappt wurde, und 2, die er gestand. Zwischen 1918 und 1921 wurden jedoch am schlesischen Bahnhof die Leichen von 23 zerstückelten Frauen gefunden. Für all diese Morde soll auch er verantwortlich gewesen sein. Außerdem soll er an bis zu 100 vermissten Fällen von Kindern im Raum Berlin beteiligt gewesen sein. 1922 erhängte sich Großmann vor Ende des Prozesses in seiner Zelle. Heinrich Pomerenke wuchs in Mecklenburg auf. Bereits als Schüler beging er eine Vergewaltigung. In seinen jungen Erwachsenenjahren fiel er erneut wegen Vergewaltigungen und anderen Delikten auf. Pomerenke soll 1959 im Karlsruher Kino den Film »Die 10 Gebote« gesehen haben. Der Film löste enorm krankhafte Vorstellungen in ihm aus. Wütend auf die zu leicht bekleideten Frauen in dem Film, ist sein unbeschreiblicher Hass auf das weibliche Geschlecht unberechenbar geworden. Der damals 21-Jährige begann noch am selben Tag mit seiner Mordserie. Er überfiel eine 49-jährige Frau und schnitt ihr die Kehle durch. Anschließend misshandelte er sie. Im März desselben Jahres vergewaltigte und steinigte Pomerenke eine 18-jährige Frau. Es folgte der Mord an einer 21-Jährigen, auf die er zufällig in einem Zug traf. Er erstach sie mit einem Messer, warf sie dann in Basel aus dem Zug, zog die Notbremse und kehrte zu ihrem leblosen Körper zurück. Er zerrte die Leiche dann einen Waldweg hinunter und vergang sich an ihr. Im Juni 1959 vergewaltigte er ein 16-jähriges Mädchen und erwürgte sie. In den folgenden Monaten griff er weitere Frauen an und verletzte sie teilweise lebensgefährlich. Kurz darauf wurde Pomerenke fast auf frischer Tat am Bahnhof in der Nähe von Kassel festgenommen. Er gestand 4 Morde, 7 Mordversuche und andere schwere Straftaten. Er wurde von den Medien als das Ungeheuer vom Schwarzwald oder der Mörder mit dem Mädchengesicht genannt. Pomerenke wurde verurteilt und saß bis zu seinem Tod 2008 im Gefängnis. Damit war er der am längsten einsitzende Häftling in Deutschland. Olaf Däther verpflichtete sich für 8 Jahre bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr von Cuxhaven ermöglichte ihm die Ausbildung zum Krankenpfleger. Von seinen Kameraden wurde er als herrisch und penibel beschrieben. Nach dem Bund lebte er einen verschwenderischen Lebensstil und verschuldete sich, um Frauen zu imponieren. Olaf Däther arbeitete dann als Pfleger in Bremerhaven. Im Jahr 2001 begann er seine Mordserie. Er fuhr zu seinen Patienten nach Hause und pflegte sie, ganz normal. Irgendwann fing er jedoch an, die wehrlosen und kranken Menschen völlig unerwartet anzugreifen. Meist kniete er sich mit seinem hohen Gewicht auf sie und erstickte sie. Anschließend raubte er sie aus und verließ die Wohnung wieder. Innerhalb von 10 Tagen hat er 5 ältere Damen ermordet. Zum großen Entsetzen aller wurden die Morde fälschlicherweise als natürlicher Tod eingestuft. Den Ärzten fiel nie etwas Ungewöhnliches auf. Demnach bestand kein Verdacht auf Fremdverschulden. Sein 6. Opfer überlebte schwer verletzt. Olaf Däther ging jedoch davon aus, dass die Dame tot war. Doch sie war nur bewusstlos. Ihr Sohn fand sie wenig später auf und verständigte die Polizei.
Der damals 32-jährige Olaf Deta wurde verhaftet und angeklagt. Verurteilt wurde er zu lebenslanger Haft. Als Motiv gab er seine Schulden an. Er sagte selber, dass er weiter gemordet hätte, wäre er nicht verhaftet worden. Die Beute seiner Taten belief sich auf ein paar hundert oder tausend Euro. Dafür mussten fünf betagte und auf Hilfe angewiesene Damen ihr Leben lassen. Thomas Rung wurde 1961 als sechstes von sieben Kindern geboren. Sein Vater trank und war zu seinen Kindern gewalttätig. Seine Mutter verließ die Familie, als er 2 Jahre alt war. Seine Tante erzog ihn ebenfalls mit Gewalt. Unter dieser Gewalt fehlte es ihm an Liebe, Wärme und Fürsorge. Thomas Rung fiel schon während seiner Schulzeit wegen Einbrüchen und Körperverletzungen auf und saß dafür im Gefängnis. Zwischen 1983 und 1995 tötete er insgesamt 6 Frauen und seinen eigenen Stiefbruder. Er vergewaltigte, erwürgte, ertränkte oder erstickte seine Opfer und raubte sie aus. Weil er bei seinen Tötungen so wechselhaft vorging, ging die Polizei viele Jahre von mehreren verschiedenen Mördern aus. 2 seiner Opfer, seine 77-jährige Vermieterin und eine 22-jährige Studentin, tötete er 1983 in Berlin-Neukölln. Für seinen ersten Mord saß ein anderer Mann, der fälschlicherweise verurteilt wurde, 6 Jahre im Gefängnis. Andere der insgesamt 7 Morde, die Thomas Rung begangen hat, wurden zunächst als Unfalltod angesehen. Meist hat er ältere Frauen heimtückisch überfallen und vergewaltigt. Nach seiner Festnahme 1995 gestand er. Ein Jahr später verurteilte ihn das Landgericht Berlin 2-mal zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Seit seiner Inhaftierung hat Rung mindestens 2 andere Häftlinge schwerst verletzt, wofür er erneut zu weiteren Haftstrafen verurteilt wurde. Inzwischen wurde er von Berlin nach Celle verlegt. Der inzwischen 62-Jährige gilt als der schlimmste Serienmörder Berlins seit Kriegsende. Er wird das Gefängnis vermutlich niemals wieder lebend verlassen. Nach seinem ersten Geständnis sagte er zu den Polizeibeamten: "Ich bin kein Mensch, ich bin ein Untier." Thomas Holst war von Berufs wegen her Grafiker. Er galt als höflich, nett und hat immer freundlich gegrüßt. Doch er lebte ein Doppelleben. Immer wieder kam der Drang in ihm auf, Frauen zu vergewaltigen oder zu töten. Später erhielt der Sexualstraftäter den Namen Heidemörder. Bei seinen Morden ging er äußerst brutal vor. Er hat seine Opfer gequält und teilweise zerstückelt. Er war erst 23 Jahre, als er eine 21-jährige Studentin zwang, in sein Auto zu steigen. Anschließend vergewaltigte und erwürgte er sie in seiner Wohnung in Hamburg. Die Leiche wurde 2 Tage später auf einer unbefestigten Straße gefunden. 3 Monate später ermordete er eine 28-jährige Mutter von 2 Kindern. Ihre verstümmelte Leiche fand man einige Tage später auf einem Acker in Schleswig-Holstein. Anschließend zog er mit seiner damaligen Freundin von Berlin in die Lüneburger Heide. Dort fand er in der Nachbarschaft sein 3. Opfer, eine 22-jährige Kosmetikstudentin. Nach diesem Verbrechen geriet er ins Visier der Ermittler. Sie fanden Parallelen zwischen einer Vergewaltigung, für die er Jahre zuvor zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, und seinem letzten Mord. 1990 wurde er an Heiligabend verhaftet und später angeklagt. Das Urteil lautete lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ein Gutachten beschrieb ihn als untherapierbar mit extremer Rückfallwahrscheinlichkeit. 1995 gelang es ihm, aus dem Hochsicherheitstrakt mit Hilfe seiner Therapeutin zu fliehen. Doch kurze Zeit später stellte er sich freiwillig. Thomas Holst sitzt nun seit 32 Jahren im Gefängnis. Und da wird er Zeit seines Lebens auch bleiben, da sind sich die Gutachter sicher. Im Juli 1975 brach in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg ein Feuer aus, mitten in der Nacht. Während die Feuerwehr den Brand allmählich löschte, fand sie in einer der Wohnungen abgetrennte und teilweise verweste Leichenteile. Sie gehörten zu 3 verschiedenen Frauen. Kurze Zeit später kam der Mieter der Wohnung von seiner Nachtschicht nach Hause und tat so, als wüsste er von nichts. Es war der 39-jährige Fritz Honka.
später bekannt als der Frauenmörder von St. Pauli. Noch in dieser Nacht wurde er verhaftet und stundenlang verhört. Einige Tage später gestand er, die drei Frauen und eine weitere Frau ermordet zu haben. Fritz Honka war starker Alkoholiker. Er hielt sich oft in Kneipen auf dem Kiez von St. Pauli auf. Dort sprach er sozial schwache Frauen an und lockte sie zu sich nach Hause. Dort tranken sie gemeinsam exzessiv Alkohol. Nachdem er Sex mit ihnen hatte, erschlug oder strangulierte er die Frauen. Anschließend zerteilte er die Leichen und versteckte sie in seiner Wohnung. Der Gestank muss bestialisch gewesen sein. Die geforderte Verurteilung der Staatsanwaltschaft wegen vierfachen Mordes wurde vom Gericht nicht stattgegeben. Stattdessen wurde Fritz Honka wegen dreifachen Totschlags und einmal Mord verurteilt. Dafür erhielt er nur 15 Jahre Haft und die anschließende Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt, da bei ihm zusätzlich eine schwere psychische Störung vorlag. Die Begründung des Gerichts, warum die Strafe nur so gering ausfiel und sie der Staatsanwaltschaft widersprachen, die viermal Mord gefordert hat, war, dass die Opfer den Angeklagten Honka vorher beleidigt und dadurch gekränkt hätten. Daraus seien die Tötungen durch Honka resultiert. Honka sagte dazu: „Sie haben mich beleidigt, dann habe ich sie eben tot gemacht." Ein Jahr später widerrief er sein Geständnis. Er könnte sich an nichts mehr erinnern. Weil das Urteil nur so gering ausfiel, wurde Honka 1993 im Alter von 58 Jahren aus der Haft entlassen. Er lebte dann unter einer neuen Identität weiter. 5 Jahre später starb er im Alter von 63 Jahren in einem Altenheim. Stefan Letter war als Krankenpfleger in der Klinik Sonthofen in Bayern beschäftigt. Zwischen 2003 und 2004 tötete er 29 seiner Patienten, die im Alter von 40 bis 95 waren. Er erhielt den Namen der Todesengel von Sonthofen. Während seiner Arbeit als Pfleger hatte er oft mit schwerstkranken Patienten zu tun. Letter entwendete aus dem Krankenhaus Medikamente und stellte dann einen tödlichen Giftcocktail her. Anschließend betrat er das Zimmer seiner Patienten und injizierte die tödliche Giftspritze. Die Menschen starben oft nur wenige Minuten später. Manche Patienten waren erst Stunden zuvor eingeliefert worden. Letter sagte später aus, dass er aus Mitleid getötet habe. Die Patienten waren oft unheilbar krank. Er wollte ihrem Leiden ein Ende setzen. Doch die Patienten wollten diese scheinbar aktive Sterbehilfe nicht. Er hat ihnen die Medikamente ungefragt injiziert und sie so getötet. Viele der Morde wurden erst als solche gesehen, nachdem Letter sie gestanden hat. Vorher gingen die Ärzte immer von einer natürlichen Todesursache aus. Auf die Schliche ist man ihm gekommen, als er beim Medikamentendiebstahl erwischt wurde. Kurze Zeit später konnte man ihn mit vielen der Morde in Verbindung bringen. Im November 2006 wurde Stefan Letter wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Prozessbeobachter beschrieben ihn als kranken Mann, der seine Macht ausspielen wollte. Ob Letter noch mehr als 29 Menschen getötet hat, weiß niemand. Es ist jedoch stark davon auszugehen. Lutz Reinstrom hat bis 1991 drei Frauen entführt, gequält und zwei von ihnen auf bestialische Weise getötet. Auf seinem Grundstück in Hamburg hat er einen unterirdischen Bunker errichtet. 1986 raubte er die 61-jährige Ehefrau seines Lehrherrn aus und verschleppte sie in seinen Bunker. Er fesselte die Frau und quälte sie. Sie musste sogar Briefe an ihre Angehörigen verfassen, damit niemand denkt, sie sei in Gefahr. Nach einer Woche Quälerei tötete er sie und zersägte ihre Leiche. Anschließend stopfte er die Überreste in ein Fass voll Säure. Das vergrub er dann in seinem Garten. 1988 sperrte er eine weitere Bekannte von ihm in sein Verlies ein. Er raubte die 31-jährige Frau aus und misshandelte sie tagelang. Dieses Mal ließ er dabei eine Kamera laufen. Auch diese Frau musste Briefe an ihre Angehörigen schicken. Sie versteckte in den Briefen Hinweise auf den Täter. Die konnte die Polizei jedoch erst Jahre nach den Morden als solche erkennen.
Nach 4 Wochen des Martyriums musste die Frau sich auf einer Tonaufnahme verabschieden. Anschließend tötete und zerstückelte Rheinstrom auch sie. Ihre Überreste kamen ebenfalls in ein Fass voll Säure. Außerhalb seines Bunkers lebte er ein normales Leben als Familienvater und Ehemann. Seine kranken Morde beging er nur, wenn seine Frau im Urlaub war. 1991 entführte Rheinstrom eine 53-jährige Frau, sein drittes Opfer. Er quälte auch sie und zeigte ihr Fotos seines letzten Opfers. Doch dieses Mal forderte er Lösegeld von dem Lebensgefährten der Frau. Die Übergabe verzögerte sich und unerwartet kam die Ehefrau von Rheinstrom eher aus dem Urlaub zurück. Panisch setzte er sein Opfer vor der Polizeiwache in Hamburg frei. Kurz darauf wurde Rheinstrom verhaftet und sein Grundstück untersucht. Die Polizei fand die 2 Säurefässer, in denen sich nur noch die Knochen der Opfer befanden. 1996 wurde Rheinstrom zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Als Motiv stellte das Gericht eine krankhafte Form des Sadomasochismus fest. Rheinstrom sagte selber, dass er krankhaft von Macht, Dominanz und Kontrolle getrieben wurde. Die Presse bezeichnete ihn als den Säurefassmörder. Er sitzt bis heute im Gefängnis und da bleibt er auch. Das waren 10 der grausamsten Serienmörder aus Deutschland. Haben wir eurer Meinung nach einen Serienmörder vergessen? Wollt ihr einen weiteren Teil? Schreibt es in die Kommentare.